Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Jawohl, wir sind hier bei der Schmiede und haben ja in letzter Folge unser Feurio gemacht, unser Feuerschwert. Und wir gucken jetzt mal ganz kurz nochmal, was wir für Rüstung noch so herstellen können. Handschuhe zum Beispiel. Ne, Handschuhe haben wir gerade ziemlich gute, das wäre blöd. Stiefelchen, ja, was hat man denn da? Kochlederschuh, ja. Haben wir jetzt bloß die Kochlederschuhe? Moment, zurück. Plus 4 Rüstung. Okay. Okay, die sind nicht so der Bringer gerade. Aber wir haben tolle Schwerter gemacht. Bei dir können wir verkaufen. Es gibt noch. Also, was kann ich für euch tun? Ich möchte gerne einkaufen. Und zwar möchte ich verkaufen. Und zwar die Frostzense, die Frostklinge, den Hammer, den Bogen. Dat, 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 dat. Untersuchen. Ja, seltsame Gewirr von blauleuchtenden Fäden pulsiert mit Energie des Schicksals selbst. Es kann als Regentin einen alchemischen Trank unglaubliche Macht verleihen. Alles klar. Möge gut. Die Witwe euch verschonen. Die Witwe ist tot. So. Ja, wir haben ja in der letzten Folge. Ist das eine sehr seltsame Musik auf jeden Fall. Wie kann ich euch helfen? So. Wir gehen mal nach Hause. Unser Eigenheim. Und gehen mal zum Gemschleifertisch. Haben wir hier mittlerweile neue Sachen? Nein. Dann machen wir mal ein paar Gems. Und zwar können wir jetzt herstellen eine Rüstungsgemme. Feuerscherbe. Physische Scherbe. Gift, Gift. Holen wir uns abbrechen. Gift und Magie. Gibt Rüstung. Bestätigen. So. So viel eine Funktionsgemme. Scherben, die eine Funktionsgemme verbinden. Mana. Nein. Lebensregeneration? Nö. Mana-Regeneration? Schaden gegen leicht verwundete Ziele. Gift und Feuer, Schaden gegen leicht verwundete Ziele, Gift, Schaden bei Nacht mit Gift und Magie. Volltrefferchance 3%. Physische Scherbe, Magie, Schaden bei Tag. Giftscherbe, Volltrefferchance und ja, Lebensregeneration. Okay. Achso, ja, gut. Ich würde fast sagen, wir hauen die physische und Giftscherbe mit 3% Volltrefferchance. Bestätigen. Die hauen wir rein. Einfassen. Ja. So, und zwar fassen wir hier ein. Ja, ja. Rüstung, Volltrefferchance, Schaden bei Nacht. Dat. Zack. Und dat. Dann können wir jetzt mal kurz gucken. Kapuze der Durchbohrung. Ja, abgestimmte Gemme. Das ist gut, glaube ich. Also, wir sind, glaube ich, gut ausgerüstet für die nächsten Missionen. Was haben wir denn hier eigentlich noch drin? So, die nehmen wir mal mit. Da hätten wir auch noch mal eine Gemme gehabt. So, nehmen. Und verstauen tun wir Mana-Regeneration, einfacher Giftschutz. Was bist du? Einen großen Wert, okay. Nun gut. Wir gehen nach draußen, wir müssen uns nämlich... Wie viel Gold haben wir? 36.000. Alles klar. Wir werden uns mal ganz kurz mit der Via Welt Map ins Haus der Balladen verdrücken. Und mal ganz kurz zwei, drei Sachen machen, ja?
Hier drin. So. Oh, hallo. Es ist immer wieder eine Freude, euer hinreißendes Gesicht zu erblicken. Wie kann ich euch heute zum Lächeln bringen? Überzeugung. Bitte sagt mir, dass es etwas Ungebührliches ist. Ja. Erforderliche Stufe 0. Aktuelles Talent. Gegen Gebühr kann ich ausbilden, dein Talent im Einzugrund. Talentstufe von 0 bis 3 Räte gegen die. Ja. Hallo? Aktuelle Talentstufe 2. Ich müsste das jetzt noch lernen können. Warum? Da steht nicht mal. Warum kann ich das nicht lernen? Ausbilder. Von 0 bis 3. Erforderliche Stufe 0. Ich bin aktuelle Stufe 2. Aktuelle Stufe 10. Ja, gut. Gebt auf euch Acht. Willst du nicht? Dann lass es. Dann sag ich dazu. Dann tun wir uns mal kurz entfluchen. Ihr seid es wieder. Ein kleiner Ratsch. Heilung. Danke. Schlag. Ein heiler Chat. Lebt wohl. Jo. So. Okay. Dann bewegen wir uns mal ganz kurz nach Gorharz. Probieren ihn nochmal zu überzeugen, ja, für den Dolch. Das ist immer noch. Oh, hier ist was. Immer noch relativ wichtig. Diese verdammte rote Legion. Hallo. Hallo. Wenn ihr diesen Dolch der Roten Legion haben wollt, müsst ihr ihn mir aus meinen kalten, steifen Fingern winden. Warum gibt ihr ihn mir nicht? Edward weiß, wo ich bin. Wenn er auftaucht, kann ich dem Tod nur dadurch entgehen, dass ich sein Messer immer noch habe. Ah, kämpfen dumme wir Entscheidung. Hoffentlich ist eure Klinge schärfer als euer Verstand. Ach. Das ist aber... Das ist nicht gewollt. Du dreckiger Feigling, ich wusste vom ersten Moment, dass du ein Verräter bist. Ich habe dich nur beitreten lassen, um dich mit noch mehr Freude zu töten. Wenn du fliehst, wieder abschauen, der du bist. Töte die anderen oder du machst mich sehr glücklich. Red. Mhm. Jetzt waren da Beherrschung elegante Kleidung geschätzt, wertvoller Rohstoff. Okay. Achso, und das ist wahrscheinlich auch wertvoller Stoff. Naja, gut. Das ist natürlich. Eisengriffstieg? Warum kann ich ihn da hin? Warum kann ich ihn da hin? Achso, das ist quasi. Achso, hier ist ein Gräber. Oh, hier ist ein Stein. Den hören wir uns natürlich an. Wie kommen wir da hin? So. Wie im Erdreich wurzelt der Baum. Sanken Gedanken in die Seele sich tief. Wie das Feuer erneuert das Feld, wird geboren das Fohlen, das eben noch schlief. Wie der Gottesanbeter aufsteigt zur Paarung, das Herz gewandt zu seiner liebsten Hand. Mhm. Wie der Jäger tötet die Beute als Nahrung, neben dem Hügel, den schuf er aus Sand. Okay, so, dann gehen wir mal hier lang. Dann können wir dann nämlich nochmal eins zu diesen Büchern gleich beschaffen. Ah, ihr mögt kein Feuer, hm? Glaube ich. So,
So, beschaffen wir hier wieder einen Schmuddelroman, den wir natürlich auch gleich lesen. Wer bist du? Willkommen. Ich bin Luminiza. Seid ihr wegen der Schicksalsweberei auf meine einsame Seite des Sees gekommen? Schicksal? Achso. Lebt wohl. Kann ich quasi wieder umskillen? Das werde ich natürlich nicht. So, lesen wir dieses Buch natürlich wieder. Bildsammlung 5. Dieser Sprechtext wurde anscheinend schon sehr oft von vielen verschiedenen... Okay. Jetzt gucken wir erstmal, wie lang ist das? Okay. Jugendliche Lieblinge des Lasters. Kapitel 5. Das Mädchen gehorchte treu den Anweisungen ihrer Herrin. Und ihr Alpha-Meister war so entzückt, dass er sich eilig aufmachte, seinen Freund von der guten Kunde zu berichten. Dieser bat darum, ebenfalls an dem Vergnügen teilhaben zu dürfen, war er doch an den Verhandlungen beteiligt. Nachdem dies vereinbart und die Stunde gekommen war, ging der Alpha-Meister zu Bett, mit der Magd, wie er glaubte. Die Herrin hatte jedoch ihren Platz eingenommen und empfing ihn, nicht als sein Weib, sondern als verschmähte und ängstliche almanische Magd. So gut spielte sie ihre Rolle, dass er keinen Verdacht schöpfte. Ich kann nicht sagen, wer von den beiden größere Genugtuung empfand. Er in dem Glauben, seine Frau zu betrügen, oder sie in dem Glauben, ihren Gemahl zu betrügen. Ah ja. Ich glaube, wir lesen die Bücher erst, wenn wir alle haben, damit wir mal ein bisschen genauer die Story dahinter erkennen. So, dann gehen wir hier jetzt dann einfach den Weg dann nach unten, oder? Dann können wir den anderen Dolch holen. Zack. So. Neue Gebiete sind schön in dem Spiel. Es mir gefallen die Gebiete hier sehr. Und mir gefällt mein Feuerio. So. Ja, Amen. Ihr konntet nichts dafür. So. Easy peasy. So, ich werde natürlich meine ganze Rüstung, die was ich jetzt immer finde, zerlegen, um mir noch bessere Waffen herzustellen. Ja. Es war, glaube ich, ein Fehler, dass ich den Flammenkolben oder den Flammengriff schon benutzt habe. Digitaler Schatten. Und ein bisschen stärker. Ich verfolge euch nun schon einige Zeit. Ynadon bewahrt eure Stärke. Aber ich bin stärker. Delf und Ugna werden sterben. Zwei Leben für eines. Das ist der Blutritus und endlich werde ich mich davon befreien. Gebt mir Delfs Dolch, dann erweist Ynadon euch möglicherweise Gnade. Euer Feind ist Edward der Rote. Stimmt, aber ich kenne ihn. Und er wird nicht eher ruhen, bis einer von uns den Blutritus erfüllt hat. Zwei müssen sterben, damit einer leben kann. Und das werde ich sein. Ja, nee, ich hab's dir anderen jetzt schon versprochen. Ich habe jetzt schon einen getötet. Ynadons Gerechtigkeit wird Genüge getan. Ich habe jetzt leider schon einen gekillt, ja? Das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn ich ihm jetzt das so einfach geben würde. Denn dann habe ich den einen umsonst gekillt. Und das wäre ja blöd. So, die Rote Legion ist hier. Dolche abliefern. Okay. Hier oben.
Da reisen wir von Gorgorath hin. So. Da reisen wir von dort aus hin. Und dann kriegen wir hier mal so die Liste ab. Dann können wir auch in der Schildringfeste mal die eine Quest abgeben. Für... Hallo Wicht. Oh, ihr seid halt echt nicht mehr stark. Ihr Wichter. Das muss ich schon sagen. Ihr seid schon nicht mehr so stark. Okay, Eisenhelm. Halten Dietrich verschwendet. Schade. Bum, bum, bum. Also auf jeden Fall müssen wir den roten Blutsteintiefe. Wir müssen den roten auf jeden Fall mal eliminieren. Wieso? Ich muss die Dolche abliefern. Wieso muss ich gegen euch kämpfen? Sprecht euer Gebet. Dann hätte ich mir gleich die Arbeit sparen können und den Boss töten können, ja? Also. Mein Gott, egal. Weiter geht's. Kämpfe uns hier durch. Karte. Egal. Dann machen wir das Dungeon hier fertig. So. Jawohl, ja. Einfacher Juwelenknüppel. Was auch immer das ist. Zack, rennen wir darüber. Jetzt haben wir Gegner. Mich hier auch wieder durchschleichen. Aber das hilft mir nichts, da ich quasi wie soll man sagen, kein Dolch habe und wahrscheinlich ohne Dolch hier nicht wirklich. Zack. Au. Ohne Dolch, glaube ich, kann ich hier nicht keinen Ding jetzt bumsen machen. 21. Okay. Kein Mord. 18. Sehr schnell. Ja, da macht selbst beim Bogen macht mehr Schaden, ja. So. Zack. Plopp, plopp, bom. Na gut. So. Schack. Ermutigendes Großschwert. Suchers Langschwert Schattenprismals. Es ist halt. Es wäre halt jetzt extrem schade, wenn ich ein besseres Schwert finden würde, als das, was ich jetzt gebaut habe. Ja, dann müsste ich Feuerion nicht wieder zerlegen. Und das wäre blöd. So, aber wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Tschüss.